Eine von ihnen ist meine kleine Schwester. Und ich kann sie nur durch dieses Handy identifizieren. Und damit herzlich willkommen zu Bullshit. Heute mit Kono Nakani Tori Imoto Gairu. Nach dem Tod seines Vaters muss Mikado no Shogo erfahren, dass er nur das Familienvermögen erben kann, wenn er noch während seiner Schulzeit eine Partnerin findet. Um diese Auflage erfüllen zu können, wechselt er auf eine passende Schule, nur um zu erfahren, dass dieser auch von einer ihm bis dato unbekannten Schwester besucht wird, von der er weder Namen noch Aussehen kennt. Diese Schwester wiederum hat es sich zum Ziel gesetzt, ihm näher zu kommen, ohne aber ihre Identität preiszugeben. Dadurch weiß Shogo bei den zahlreichen an ihm interessierten Mädchen aber nicht, welche in Wirklichkeit seine Schwester ist. Was die Erfüllung seines eigentlichen Zieles bedeutend verkompliziert. Aber genug storytechnischer Bullshit. Kommen wir zur Sache. Kono Nakani Hitori Imoto ga Iru aus dem Hause Gonzo ist für mich totaler Bullshit. Im Sommer 2012 wurde man ja förmlich von Harem- und Romance-Animes bombardiert. Kono Nakani Hitori Imoto ga Iru war einer davon. Der Anime hat in meinen Augen zu viele Folgen. Die erste Storyline war ja noch gut. Sie ist es? Okay. Thema gegessen. Es kam immer noch eine Folge und sie war es nicht. Und dann ging es wieder ein paar Folgen so, vielleicht ist sie es ja, oh, sie ist es. Okay, nächste Folge, sie war es nicht. Und so zieht sich der Anime über 12 Folgen lang nur diese Suche nach seiner Schwester. Ganz ernsthaft, dieser Anime ist totaler Bullshit. Das Einzige, was gut daran war, war die Musik im Opening und im Ending, denn die Musik fand ich wirklich sehr gut. Auch die Zeichnung war gut. Aber die Story an sich dahinter... die ist totaler Bullshit! Ganz ehrlich, wow! Wie konnte ich mir sowas angucken? Müsste ich Punkte für Kono Nakani Hitori Imoto ga Iru geben, wäre es ein Punkt. Die Musik und die Zeichnung haben mir gefallen. Das Wichtigste an einem Anime ist für mich immer die Story. Und wenn die Story scheiße ist, ist der Anime scheiße. Wow! Wie konnte ich mir sowas angucken? So viel zur heutigen Bullshit-Ausgabe. Heute mal etwas kürzer. Aber immerhin kommen jetzt 2 Videos in der Woche. Das habe ich zumindest geplant. Hoffentlich behalte ich das so bei. Wenn ihr mehr sehen wollt, klickt dort oben auf Abonnieren. Wenn ihr das Video gut fandet, gebt mir einen Daumen hoch. Wenn ihr das Video nicht so gut fandet, vielleicht auch ein bisschen bullshittig oder scheiße, weil die Story nicht gut war, gebt mir einen Daumen runter. Schreibt mir dann aber auch einen Kommentar, warum ich das nicht gut gemacht habe, was ich besser machen kann. Ich würde einfach mal sagen, wir sehen uns zur nächsten Folge Bullshit oder zur nächsten Folge Review Time. Bis zum nächsten Mal und tschö tschö.